Bevor wir mit der Besichtigung der Tempelstadt Pagan beginnen, braucht es natürlich ein ausgiebiges und stärkendes Frühstück. Noch ein kurzer Rundgang durch unsere Hotelanlage. Gestern sind wir erst bei Dunkelheit angekommen. Das Hotel liegt sehr zentral in Pagan und ist von wunderschönen Palmen und Gärten umgeben und modern und komfortabel eingerichtet. Nun wollen wir aber los und die Tempelstadt Pagan besichtigen. Die Dharma Yashika Pagode ist unsere erste Station, weil sie einen wunderbaren Ausblick über das gesamte Gelände bietet. Wir waren ja bereits gestern hier, aber da war uns der Zutritt untersagt, da ein hoher Militär die Pagode für sich beansprucht hatte. Um den Blick zu genießen, bedarf es eines kleinen Aufstieges. Die Dharma Yashika Pagode wurde von König Naradapati Sithu im Jahre 1198 erbaut. Auf den ersten Blick sieht sie zwar wie die berühmte Schwesikon-Pagode aus, doch ist die Dharma Yashika Pagode insofern besonders, als ihre Terrassen statt der üblichen quadratischen Form fünfeckig sind. Über den drei immer kleiner werdenden Terrassen, die mit glasierten Yataka-Gedenktafeln verziert sind, ragt eine glockenförmige Kuppel empor, die direkt in eine sehr spitz zulaufende konische Finiale übergeht. Doch jetzt wollen wir mal den Blick über Pagan genießen. An jeder der fünf Seiten der Pagode befindet sich ein kleiner Tempel. Die Tempel selbst haben die gewöhnliche quadratische Form mit einer Veranda am Eingang. Über ihnen befinden sich Terrassen und ein gekrümmter Turm. Hier sehen wir die bereits erwähnten Yataka-Gedenktafeln. Im Inneren natürlich die üblichen Buddha-Statuen. Jede Pagode hat auch ihre eigene Pagodensäule, die die Fertigstellung der Pagode bekundet hat. Heute findet auch eine Novizenprozession statt. Wir haben das besondere Glück, dabei zu sein. Die jungen Burmesen werden heute in das Kloster aufgenommen. Dazu werden die jungen Männer besonders schön geschminkt und geschmückt und dann reiten sie auf Pferden in Richtung Kloster. Im Kloster werden dann ihre Köpfe geschoren und sie müssen ihre Kleidung ablegen und das Mönchsgewand anlegen. Natürlich gibt es dazu im Dorf eine große Feier. Nui führt uns in das Dorf und zeigt uns die Vorbereitungen. Es sind die Männer, die das Essen zubereiten. Aber die Männer, gar nicht die Frauen? Also nur für uns essen. Ich bin
In einer Art Gebetshalle wurde alles für das Essen vorbereitet. Auf der Straße und in dem Dorf herrscht ein Riesenlärm. Getrockneter Fisch, wie es sich denn. Und dann mit dem Knoblauch und Zwiebel hier zusammen im Öl gebraten. Und hier ist Chili, gebratener Chili mit Garnele, getrockneter Garnele. Ja, und dann ist hier die Salat, Mangosalat mit Kohl und Mangos, ja, zerschnitte Mangos. Manchmal die nackte Jahreszeiten. Ach so. Nicht immer. Ach so. Die Prozession erreicht das Dorf. Hinten marschieren Ausländer, die Geld für die Prozession gespendet haben. Die prächtig geschmückten Novizen auf ihren Pferden. Weiter geht es Richtung Kloster, aber da sind wir leider nicht mehr dabei. Für uns geht es weiter in ein nahegelegenes kleines Dorf, in dem wir beobachten können, wie die Menschen hier leben und arbeiten. Zum Beispiel die Produktion von Erdnussöl. Erdnussöl wird in Myanmar besonders gerne zum Kochen verwendet, ist aber extrem teuer. Wenn man die Produktionsweise hier sieht, dann versteht man auch warum. Das Öl wird hier noch wie in der Steinzeit aus den Erdnüssen gepresst. Auch mit Weberei verdienen die Dorfbewohner hier ihr Geld. Die alten Frauen verkaufen und rauchen aber selbst mit Vorliebe ihre selbst gedrehten Zigarren. Als Aschenbecher dient eine ausgehöhlte Kokosnuss. Geschnitten, so. Aha. Und dann noch eine Baumstamm und noch hier mit die Tabat. Mit Tabat vermischt. Ja, mit Tabat vermischt. Weiter geht's zum Erbsenbauern. Das sind Erbsen? Ja. So klein? So klein, ja. Für uns sind es
so groß. Ja, bei uns ja gibt es ja verschiedene. Verschiedene. Ja, verschiedene. Diese junge Dame hier erzeugt aus Bambus unter anderem Bilderrahmen und Handyhalter. Für Handyhalter, oder? Ja. Für Handyhalter. Noch ein kleiner Rundgang durch das Dorf und dann werden wir weiterreisen zur Schwesigon-Pagode. Der Zugang zur Schwesigon-Pagode ist übersät mit Händlern, wo wir uns auch mit einigen Souvenirs eindecken werden. Dieser Herr hier erzeugt Tanaka, welches als Sonnenschutz, aber auch zum Schminken ins Gesicht aufgetragen wird. Das ist nicht gefährlich für die Gesichter. Wir benutzen das für die Haut. Für die Haut, ja. Tanaka ist eine Mischung aus gemahlenem Sandelholz, gelber Baumrinde und Wasser. Tanaka ist nicht nur ein Verschönerungsmittel, sondern schützt auch vor Sonnenbrand und Austrocknen der Haut. Das wäre, ich meine, das ist billiger als meine Hautcreme. Ah ja, wenn das meine Schwester sieht. Genau, die Messer, die Die Schwesigon-Pagode wurde von König Anavarata, dem Gründer des ersten burmesischen Reiches, gebaut. Drinnen in dieser Pagode ist ja die Knochen von Buddha. Die Knochenreliquien von Buddha. Ja, Buddha darinnen eingemauert, zugemauert. König Anavarata lag viel daran, die wichtigsten Reliquien Buddhas hier zu vereinen. Daher liegen hier ein Stirnbein Buddhas und eine Kopie der Zahnreliquie. Den optimalen Platz fand der König durch einen weißen Elefanten, welcher losgeschickt wurde, und am Platz, wo er stehen blieb, ließ der König die Pagode errichten. Hier hat er mit dem weißen Elefanten, ein weißer Elefant, getragen. Und er hat gesagt, die weiße Elefant sollte stehen bleiben. Stehen bleiben und wo eine Pagode, wo mit dieser Reliquien eine Pagode bauen sollte. Und dann der weiße Elefant war hier gestanden. In dieser Zeit war dieser Stelle nur ein Sandbank. Mhm. Ein Sandbank. Auf dieser Sandbank baute er diese Pagode und nannte er als Schwesigon-Pagode. Schwe bedeutet Gold und Schwesigon bedeutet Sandbank. Mhm. Ein goldener Sandbank-Pagode. Ja. Laut läuten die Glocken an der Spitze der Pagode, die den Gläubigen den Weg zur Pagode weisen sollen. Nui kauft bei einer älteren Frau Blumen, die später als Opfergabe an Buddha dargebracht werden. Nui unterstützt gerne die arme Bevölkerung Burmas, indem sie ihre Waren kauft, gerne auch zu einem höheren Preis als notwendig, aber sie gibt niemals Geld am Bettler, da diese mehr verdienen als die ehrlichen Händler. Hier findet sich nun Gelegenheit, die Blumen Buddha als Opfer darzubringen. Wir verlassen nun die Schwesigon-Pagode und reisen weiter zum Dilo-Minlo-Tempel. Der Tempel ist besonders bekannt für seine Wandmalereien, die nicht gefilmt werden dürfen. Das Alter dieser Wandmalereien ist nicht wirklich bestimmbar. Der Dilo-Minlo-Tempel wurde 1211 nach Christus erbaut durch König Ngadong Manya. Da hat man geschrieben, aber kann man nicht lesen. Kann ich nicht lesen, welche Geschichte. Dann ist ja ein Bodybaum. Ja? Bodybaum für den Bruder und so mit dem Erdbeeren in der Hand.
Außerhalb der Pagode finden sich jede Menge Verkaufsstände. Hier wird Sandmalerei betrieben und verkauft. Dieses Bild hier findet sich nunmehr in unserem Wohnzimmer. Der Tempel ist ein doppelstöckiges Bauwerk, das 50 Meter in die Höhe ragt. Bekannt ist er auch für seine ausgezeichneten Stuckschnitzereien an den Bogengiebeln, Fries und Pilastern. Auch dieser Tempel kann nur mit Hilfe von Spenden aufrechterhalten und renoviert werden. Wir fahren nun zurück in unser Hotel, um uns ein wenig frisch zu machen und zu entspannen, bevor es weitergeht zum Besuch einer Lackwarenfabrik. Bagan ist eine der Hochburgen der Lackarbeiten von Myanmar. In Myanmar kennt man zwei verschiedene Typen von Lackarbeiten: vergoldete Relieflacke auf Holzbasis oder bunt geschliffener Flachlack auf der Basis von Bambus- und Pferdehaargeflechten. Vergoldeten Relieflack findet man bei Opfer- und Altargefäßen. Der bunte geschliffene Flachlack wird fast ausschließlich bei der Fertigung von Gefäßen und Behältern des profanen Bereiches wie Speisegefäßen, Wasserbehältern, Teedosen usw. so verwendet. Der Lack wird als Saft des Lackbaumes gewonnen. Der Gegenstand wird über einer Holzform geflochten. Das fertige Geflecht wird dann mehrmals lackiert, getrocknet und geschliffen. Abschließend wird es mit Sesamöl eingerieben und mit Büffelleder poliert. Die Produktion einer hochwertigen Lackarbeit kann bis zu 8 Monate dauern. Das finden so manche zum Gähnen. Unsere Reise führt uns weiter zum Ananda-Komplex, wo gerade das Pagodenfest stattfindet. Hier trifft sich nun die Bevölkerung von nah und fern, um ihre eigenen Waren zu verkaufen, aber auch selbst alles Benötigte einzukaufen. Bevor wir also den eigentlichen Ananda-Komplex besichtigen, sehen wir uns nun mal den Markt an. Ja, sie kaufen ihre nötigen Dinge hier. Über den ganzen Jahr. Praktisch, ja. Über den ganzen Jahr, darum die größte Pagodenfest ist ja immer mehr viele Leute und noch viel, viele Verkaufsstände. Wie überall in Südostasien geht das natürlich nicht ohne laute Musik und viel Lärm ab. Für unser Verständnis stößt man hier auf die merkwürdigsten Fahrzeuge. Dieses Schild wurde von einem Deutschen, der hier seine Lebensgefährtin gefunden hat, gemalt. Wir besichtigen aber nun den Ananda-Komplex. Der Ananda-Komplex wurde vermutlich 1090 fertiggestellt und von König Kyanchita in Auftrag gegeben. Es bedeutet übersetzt unendliche Weisheit. Außergewöhnlich ist die Grundform des Tempels. Es gleicht einem griechischen Kreuz. Innerhalb des Tempels verlaufen 2 Korridore. In alle 4 Himmelsrichtungen schauen 4 Buddha-Figuren, wovon aber nur mehr 2 im Original erhalten geblieben sind. Die anderen beiden sind Nachbildungen. Diese 4 Buddha-Figuren sind übrigens jeweils 12 Meter hoch. In den 1770 Nischen in den Gängen finden sich Buddha-Statuen.
Dieser Mönch hier überträgt seine Gebete mit einem Mikrofon in die gesamte Tempelanlage. Vier Mönche wechseln sich alle 6 Stunden ab. Einer der Mönche wünscht uns viel Glück und dass alle unsere Wünsche in Erfüllung gehen mögen. Wir verlassen nun den Ananda-Komplex und kehren zurück nach Bagan, um den Sonnenuntergang zu genießen. Dazu haben wir eine möglichst hohe Pagode ausgesucht, auf die wir nun hinaufgeklettert sind und die Bilder auf uns wirken lassen. Die Sonne ist fast untergegangen und nun heißt es für uns, heil wieder hinunterzukommen. Mit den schönen Sonnenuntergangsbildern im Kopf lassen wir den Tag ausklingen. Morgen geht es weiter nach Mingun und Mandalay.